Hallo Freunde, ich bin der Sensenmann. Das bin ich wirklich, also hütet euch vor mir. Wie heißt es so schön? April, April, der weiß nicht, was er will oder macht, was er will. Egal, auf jeden Fall weiß er nicht, was er will. Weil heute könnte man denken, wir haben Winter. Das sind 7 Grad auf den Thermometer gewesen. Uah. Gleichzeitig stürmt es wie im Herbst. Das sieht man an den Bäumen da hinten. Und hier ab und zu, diese Flieder wackelt auch wie verrückt. Und ihr hört das vielleicht auch an der Tonaufnahme. Aber wie im Sommer sieht die Wiese aus. Die gedeiht hier prächtig. Und das Geile daran ist, diese Wiese befindet sich auf meinem Grundstück. Das ist in der Tat dieselbe Wiese wie letztes Jahr, als ich hier noch gefilmt habe und gesagt habe, das kann man überhaupt nicht mehr als Wiese bezeichnen, das ist eher noch eine Steppenlandschaft. Und wie habe ich das jetzt nun gemacht, dass das jetzt so grün ist? Ich habe Dünger drauf geschmissen. Ich zeige euch das jetzt mal, wie der Dünger hieß. Rasendünger mit Langzeitwirkung von Substral. Das Zeug habe ich im Internet bei Amazon bestellt. Falls es mit der Verlinkung diesmal klappen sollte, ich mache da unten einen Link hin. Ja, ich habe das als einfach hier flächendeckend auf meiner Wiese verteilt und bin meiner Wege gegangen. Ich habe das gekauft, weil hier steht nämlich noch drauf, statt Moos und Unkraut, und wirkt mehrere Monate. Hinten habe ich gelesen, dass dieser Dünger Moos vertreibt, also vertilgt, ne, nicht vertilgt, verdrängt, so rum. Und deswegen habe ich das jetzt genommen, weil auf meiner Wiese ist extrem viel Moos. Und deswegen dachte ich mir, wäre das ganz gut, wenn das ja weg ist. Ich habe leider keine Zeit gehabt mit dem Vertikutierer. Also wer das nicht weiß, was das ist so ein ähnliches Gerät wie ein Rasenmäher, nur dass da unten so eine Walze ist, die halt das Moos aus dem Gras herausreißt. Und dann hat man so einen gelüfteten Rasen und dann können die eigentlichen Rasenwurzeln sich wieder vermehren und das wirkt halt auch positiv. Da ich die Zeit nicht hatte, habe ich mich diesmal für den Dünger entschieden und es hat auch funktioniert. Ja, die ein oder anderen wissen ja nun, dass ich mich schon ein bisschen mit Wiesenkräuter beschäftige. Allerdings fehlt mir das Talent, die ganzen Sachen sich merken zu können. Also ich habe schon ganz oft die Caro, das ist die meine Kräuterfee, die habe ich mal besucht. Die hat das Talent, ganz viel über Kräuter und Wiesenkräuter zu wissen. Und die habe ich schon gefragt, schon mehrfach, was ist das für ein Kraut? Und sie sagt dann, na, das ist immer noch Storchenschnabel zum Beispiel. Wo ich darüber denke, Mensch, das habe ich noch nie gesehen. Und dann habe ich die schon tausendmal gefragt, was das ist. Und dann sagt die halt das, was ich schon ein paar Mal gefragt habe. Und meine Wiese, könnt ihr jetzt hier sehen, besteht relativ wenig aus Gras und dafür unzählige irgendwelche Kräuter, die hier drin wachsen. Und wie jeden Tag früh und abends habe ich jetzt meine Sense dabei, um euch einerseits mal zu zeigen, wie man so eine Wiese professionell senzt. Und ich wollte euch mal zeigen, was hier so für Kräuter in meiner Wiese wachsen. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere. Und vielleicht könnt ihr mir auch sagen, was so noch in meiner Wiese zu finden ist, falls ich etwas nicht kenne. Bei einem komme ich nämlich gerade nicht auf den Namen, vielleicht fällt es mir noch ein. Ich zeige euch einfach das, was ich jetzt kenne. Fangen wir mal mit diesem da an. Das ist nämlich das, was ich gerade schon erwähnt habe. Das nennt man Storchenschnabel. Bei Storchenschnabel gibt es mehrere Ausführungen. Vom Prinzip sind die immer, die ähneln sich, also so rund wie das hier. Und ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ihr seht es ja selbst. Also wenn ihr sowas in der Wiese findet, wie hier in meiner Wiese, das ist Storchenschnabel. Hier müssen wir gar nicht drüber weiter reden. Das kennt wohl jedes Kind, weil es irgendwann früher oder später damit Erfahrung macht, die Brennnessel. Was die wenigsten allerdings wissen ist, dass die Brennnessel eines der nahrhaftesten Kräuter ist, was man so in der Natur finden kann. Brennnessel ist voll mit Nährstoffen. Übrigens, die meisten Kräuter, die wir jetzt hier finden, können wir auch selbst essen. Und ich empfehle euch, die wirklich mal zu probieren, damit ihr einfach wisst, warum die Kaninchen das teilweise gerne fressen, weil die schmecken für uns Menschen auch manchmal gar nicht mal so übel. Zumindest mir schmecken die ganz gut. Brennnessel hat einen sehr hohen Eiweißgehalt. Es ist nur oder gar nicht zu toppen. Die nächste Pflanze, die der etwas nahe kommt, ist Giersch. Zeige ich euch dann.
So, jetzt hier im Gras versteckt diese länglich wachsende Pflanze mit diesen schmalen Blättern. Das ist eine Wicke. Und die Wicke ist beispielsweise eine von den Pflanzen, die besonders lecker sind. Also ich vergleiche das immer mit Erbsen, wenn man so Erbsenschoten roh isst, also diese Erbsen drin, dann schmeckt das ähnlich. Und die Wicke, das ist halt eine Pflanze, die die Kaninchen auch total gerne fressen. Und ich auch. Also jedes Mal, wenn ich hier auf der Wiese bin, esse ich Wicke. Müsst ihr unbedingt probieren. Kann man, glaube ich, nicht verwechseln mit irgendwas Giftigem. Falls es irgendwie bitter schmecken sollte und widerlich, spuckt es wieder aus und habt das halt verwechselt mit irgendwas. Weil die Pflanzen, die essbar sind, schmecken in der Regel total lecker. Also das ist Wicke. Besser als Salat, könnt ihr mir glauben. Wir bauen ja ganz oft Salat an. Kultivierten Salat. Der ist im Vergleich zu solchen Wiesenkräutern nährstoffarm. Und wissen gar nicht Bescheid, was man alles so aus der Natur essen kann. Das finde ich persönlich sehr schade. Eine Pflanze, über die man überhaupt nicht reden muss, weil das auch jedes Kind kennt, ist Löwenzahn. Der ist ebenfalls für uns essbar. Allerdings haben die Blätter so einen leichten bitteren Geschmack. Die Kaninchen lieben ihn natürlich total gern. Die Blüten hingegen, die sind jetzt leider noch nicht offen, weil es noch so früh am Morgen ist. Aber ich sage euch, vor allem das Gelbe, das schmeckt gut. Also das ist so leicht süßlich. Da ist halt ein hoher Honiganteil oder dieser Nektar ist da drin. Und da macht das Ganze etwas süßlich. Was haben wir denn hier? Ich würde jetzt mal behaupten, das ist entweder Vogelmiere oder dieses mit den blauen Blüten, wo ich jetzt gerade wieder den Namen vergessen habe. Ich habe letztens erst die Caro gefragt. Ich probiere es einfach mal. Es ist auf jeden Fall essbar und schmeckt auch lecker. Also sowohl das mit den blauen Blüten, wo ich jetzt den Namen nicht weiß, als auch die Vogelmiere ist essbar. Und die Kaninchen essen das auch total gern. Und das schmeckt sogar gut. Also es schmeckt ähnlich gut wie diese Wicke. Hier unten versteckt sich eine Taubnessel. Relativ klein. Mit lila Blüte. Also meine Kaninchen und auch Meerschweinchen fressen die auch gern. Und hier in der Wiese versteckt sich eine Pflanze. Da habe ich bis gestern noch nicht gewusst, wie sie heißt. Und die Caro hat auch überlegt. Sie wusste zwar in der Art, was es ist, grob. Ich habe dann noch eine zweite Meinung eingeholt von der Diana Wolf, weil die kennt sich auch mittlerweile gut aus oder relativ gut aus. Bei dieser Pflanze handelt es sich um eine Kresse. Es gibt da verschiedene Kressen scheinbar. Das sollte eine Pfeilkresse sein im Anfangsstadium. Ich kann euch noch eine Pfeilkresse zeigen, die wächst bei mir da draußen am Feld, die etwas größer geworden ist, damit ihr erkennt, wie die aussieht. Größer heißt, die wird locker schätzungsweise 40 cm hoch und hat hier oben schon diesen Blütenansatz, der dann weiß wird. Also diese Blüten sind noch nicht ganz da. Das ist auch für die Kaninchen fressbar und das wächst an Faltrandern, könnt ihr jetzt hier sehen, teilweise flächendeckend. Ja, auf dem Weg zurück in mein Grundstück, hier vorne vor dem Tor, da befindet sich eine Pflanze, die ist auch ganz leicht zu identifizieren. Es handelt sich dabei um Giersch. Die habe ich vorhin schon mal erwähnt. Das ist die Pflanze mit dem zweithöchsten Eiweißgehalt. Habe ich mir, glaube ich, gemerkt mit 8 Gramm pro 100 Gramm Giersch. Man erkennt die Pflanze zweifelsfrei an diesen drei Stielen, die immer da sind. Also die Pflanze hat immer drei Stiele am Stängel. Und an den drei Stielen sind immer jeweils drei Blätter. Wobei die an den untersten Stielen nur 2,5 Blätter hat, weil das eine mit dem anderen Blatt so ziemlich verwachsen ist. Hier kann man das gut sehen. Und das ist dann auch so ähnlich wie ein Geißfuß. Das ist so der Beiname von Giersch, Geißfuß. Und das könnt ihr auch mal probieren. Solltet ihr probieren. Und ich bin mir sicher, ihr erkennt sofort den Beigeschmack anhand einer kultivierten Pflanze, die wir bei uns im Garten haben. Ich meine die Petersilie. Also die Petersilie schmeckt ähnlich wie Giersch. Wobei Giersch deutlich herber schmeckt und viel aromatischer. Aber man könnte Giersch nehmen, um die Petersilie zu ersetzen und hat deutlich mehr Nährstoffe im eigenen Essen.
wie Klee aussieht, das muss ich euch nicht zeigen. Ich zeige es euch trotzdem. Das kennt jeder. Klee ist natürlich auch für die Kaninchen essbar. Dann haben wir hier noch versteckt den Spitzwegerich, auch extrem markant mit diesen länglichen Blättern und diesen markanten Riefen in den Blättern drin. Auch das können wir essen. Ja, schmeckt nicht schlecht. Hat auch so einen gewissen Eigengeschmack. Man kann ihn schlecht beschreiben, ihr müsst es probieren. Also auf jeden Fall ziemlich lecker. Und hier nebenan wächst noch ein, oder noch ein besseres Blatt, Breitwegerich. Sieht genauso aus wie der Spitzwegerich, nur hat dieses Blatt eine breitere Optik und schmeckt noch sogar ein bisschen besser als der Spitzwegerich. Der schmeckt sogar richtig gut, also nicht so herb. Lecker. Hier hinten wächst noch das, wo ich weiß, dass die Kaninchen das auf jeden Fall fressen können und das irgendwie auch gesund ist für irgendwelche, was weiß ich, Urinsachen oder so. Ich habe aber den Namen vergessen. Also wenn ihr so etwas seht, das könnt ihr auch füttern. Ja. Also ich war hier noch zum Karnickel. Karnickel sind bei uns Kaninchen, falls ihr den Begriff nicht kennt. Karnickel. Das ist nämlich ein sächsischer Ausdruck. Also das Zeug schmeckt auch richtig lecker. Ich glaube, ich werde mir irgendwann mal einen Salat machen, so mit Dressing, nur aus Wiesenkräutern. Lecker. Die Gänseblümchen kennt bestimmt auch jeder von euch. Hier muss ich euch aber sagen, so wirklich schmecken tut mir das nicht. Man kann es halt auch essen, aber mein Fall ist es nicht. Hier wächst noch eine kleine Pflanze. Ich glaube, das sind wilde Stiefmütterchen. Ich esse die jetzt mal nicht, aber ich glaube, die sind auch essbar. Was haben wir hier noch? Ach, das ist die Pflanze mit den blauen Blüten, wo ich jetzt auch nicht auf den Namen komme. Und hier hinten wächst noch eine Art Labkraut. Die sind so mit Kletten versehen. Das hängt immer an der Hose fest. Also das hält an der Hose, seht ihr ja. Das ist auch essbar. Ich esse es jetzt auch nicht, weil mir das irgendwie nicht so geheuer erscheint. Aber Fakt ist, alles, was so ähnlich aussieht wie das hier, so lang wächst und so kleine Blüten an den Stängeln hat, das ist Labkraut. Könnt ihr auch verfüttern. Eine sehr markante Pflanze versteckt sich noch hier. Mit ziemlicher Sicherheit ist das jetzt hier ein Wiesenampfer. So sieht das Ganze aus. Auf jeden Fall habe ich es schon verfüttert und man kann es problemlos den Kaninchen anbieten. Bei einem könnt ihr euch so ziemlich sicher sein, oder nicht nur ziemlich, sondern total sicher sein, dass Kaninchen die besseren Kräuterexperten sind. Wiesen- und Kräuterexperten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie halt schon immer das Zeug essen und die Natur so eingerichtet hat, dass die Kaninchen in ihren Instinkten erkennen, ob eine Pflanze giftig ist oder nahrhaft oder für was auch immer zu gebrauchen ist. Ihr könnt ja mal einfach wahllos eine Wiese, wo viele Kräuter wachsen, den Kaninchen anbieten und beobachten, welche Pflanzen von den Kaninchen zuerst oder am liebsten gefressen werden. Und dann nehmt ihr halt diese Pflanze raus und bestimmt sie dank Internet, oder ihr könnt halt viele Fragen, bei Facebook gibt es Gruppen, wo man so Pflanzen bestimmen kann. Also man gibt halt einfach die Pflanze als Bild dort bekannt und fragt, was ist das? Und dann gibt es halt die Meinungen. Ich bin selber nicht in so einer Gruppe. Ich werde vielleicht zu einer Gruppe beitreten, mal sehen, um da einfach mehr Kenntnisse zu erlangen. Denn ihr wisst es vielleicht, ich habe vor, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Und das soll über Kaninchen gehen, speziell über Kaninchenwiese. Da gibt es ja schon Bücher, allerdings, ja, ich möchte es halt noch ein bisschen toppen, irgendwie noch spezieller gestalten. Und das Ganze in Zusammenarbeit mit der Caro. Die Caro ist da ja schon mir einiges voraus, was das Wissen betrifft. Und die Diana Wolf hat sich auch angeboten, sie möchte auch gerne mitwirken an diesem Buch. Ja, mehr brauche ich nicht. Also mir reichen zwei Unterstützer, weil das artet dann sonst aus. Und ansonsten gehen wir an die Quellen ran, die es schon gibt, um da viele Informationen zu sammeln. Und das gesamte geballte Wissen in einem Buch zu vereinigen, wo man dann halt schnell auch nachschlagen kann. Das wird allerdings ein ganzes Weilchen noch dauern, also es handelt sich dann nur um Jahre, also ein, zwei Jahre wird das noch dauern, weil ich möchte halt wirklich nicht einfach mal schnell Wissen sammeln, sondern das soll schon etwas
aufwendiger gestaltet werden. Natürlich wachsen jetzt hier noch mehr Kräuter, aber das soll erstmal genügen für heute, denn wir haben ja nicht so viel Zeit wie immer und meine Kaninchen haben Hunger. Jetzt zeige ich euch, wie man mit so einer Sense umgeht. Das ist noch ein gutes altes DDR-Teil. Ich finde diese gar wesentlich besser als die neumodischen, da einfach die Klingen dünner sind und schärfer sind. Ich habe mal so eine neue im Dänemark mir angeschaut und die war wirklich relativ stumpf und ziemlich dick. Die zu schärfen ist gar nicht so einfach. Ich kenne das noch von früher, da gibt es so Dengler, nennen die sich. Dengeln bezeichnet man, wenn man die Klinge platt klopft und so eine leichte Wölbung entsteht. Also da hauen die immer mit so einem auf so einen Amboss mit so einem Hammer drauf, tak, 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 und dann wird das halt so dünn platt gedrückt und dann halt dementsprechend geformt. Ja, wenn das einmal richtig gedengelt ist, dann hat man lange Zeit eine scharfe Klinge und die muss man nur mittels Wetzstein, das ist einfach so ein Stein, den gibt es überall zu kaufen, ab und zu mal schärfen. Das macht man so. Das ist eine extrem gefährliche Angelegenheit. Wenn man das noch nicht gemacht hat, neigt man ruckzuck dazu, zu schnell an die Klinge zu gehen und dann hat man sich geschnitten. Die ist wirklich rasiermesserscharf. Das muss man beachten, also man muss etwas üben. Reicht schon. Und wenn man jetzt mit dem Finger nicht so drüber geht, dann schneidet man sich, sondern so. Das muss richtig so kratzen, so wie ein Rasiermesser. Und dann weiß man, die Klinge ist scharf. Die Griffe an der Sense geben vor, wie man sie halten muss. Also rechte Hand an diesen, linke Hand an diesen. Und wenn man jetzt anfängt, denkt, oder ich habe den Fehler gemacht, am Anfang so Schwung zu holen und dann hier auszuholen, zack. Und dann bin ich mit der Sense im Boden gelandet, mit der Spitze, die stark dann drin. Das ist alles nicht korrekt, denn man nimmt die Sense immer flach an den Boden. Dass, wenn man das beachtet, so flach an den Boden, dann fällt einem das gleich viel leichter. Und dann geht man hier so durch. Zack, zack. Ich mache das jetzt extra etwas langsamer, um euch zu zeigen, wie das funktioniert. So, und wichtig dabei ist, dass man wirklich in einen spitzen Winkel in die Wiese eintaucht. Also das ist die Wiesenkante und spitzer Winkel heißt, möglichst so in die Wiese reingehen. So. Also nicht so. Das funktioniert nicht. Man senzt maximal so einen Streifen, so eine Handbreit weg. Mehr macht man gar nicht mit einer Sensbewegung. Schön flach am Boden. Zack. Das ist auch total leicht. Man muss sich da gar nicht anstrengen. Na, schaut mal, dann die letzte Sensbewegung lässt das Gras liegen. Wenn man da nochmal drüber geht, dann nimmt die Sense das Gras meistens schon mit und das landet dann alles hier so ziemlich zentral, muss man dann kaum noch zusammenhaken. Die Klinge gleitet förmlich von alleine über die Wiese. Ja, wenn man sich Mühe gibt, kann man sich dann das Rasenmähen sparen, weil das dann halt ähnlich gut aussieht, wie wenn man mit dem Rasenmäher drüber gefahren ist. Da wurde ich letztens in einer WhatsApp-Gruppe von jemandem gefragt, was ich davon halte, ob man jetzt das Gras aus dem Rasenmäher auch verfüttern sollte oder könnte. Oder diejenige hatte das sogar vor zu machen, weil ihre Eltern gesagt haben, das ist ja total praktisch. Da machen wir keinen Fangkorb dran, sondern wir fahren mit dem Rasenmäher drüber. Und das Gras, was dann halt so auf der Wiese liegt, das Abgemähte, das können wir dann liegen lassen. Und dann halt immer, wenn wir füttern wollen, holen wir uns da was und füttern das. Also meine Meinung dazu ist, lasst es sein, denn Gras aus dem Rasenmäher ist halt nicht geschnitten. Das ist schon geschnitten, aber das ist zerhäckselt. Also die Klinge unten, die rotiert ja permanent und ehe das Gras den Weg aus dem Rasenmäher rausfindet, ist das klein gehäckselt. Da sind nur noch kleine Grasschnipsel drin. Das wird dann auch teilweise matschig oder wird komplett matschig. Das fängt dann auch ganz schnell an zu gären und die Kaninchen werden es wahrscheinlich, wenn man es reinschmeißt, auch erstmal fressen. Aber es kann halt auch passieren, dass wenn das dann auch zu lange da liegt, dass das dann halt einfach nur schädlich wird, weil da schon irgendwelche Keime, Bakterien sich drin bilden, die das Gras zersetzen möchten. Und deswegen sollte man Gras eher frisch schlagen. Dafür gibt es halt solche Sensen. Dann bleibt die Struktur, die Grashalme bleiben halt so, wie sie auf der Wiese sind, erhalten. Man hat halt wirklich bloß einmal das Gras geschnitten und die Faserstoffe, alles bleibt konstant erhalten. Die Kaninchen
fressen das mit Sicherheit viel lieber, wenn das so angeboten wird, als irgendwie in kleinen Schnipseln zerhäckselt. Daher eindeutig, lasst es sein, nehmt euch eine Sense, übt ein wenig auf einer Wiese, die nicht euch gehört und lasst euch dabei nicht erwischen. Und wenn ihr dann wisst, wie das Ganze funktioniert, geht dann dahin, wo halt dieses Gras für die Kaninchen gemäht werden soll. Und dann macht ihr das mit so einer Sense. Das macht unter anderem, also mir macht das sogar Spaß, wenn man einmal richtig damit klarkommt. Das ist viel schöner als mit irgendeinem elektrischen Gerät oder einem Benzinsensenmäher oder was weiß ich, was es da alles gibt. Und ja, das sind so Dinge, die man halt im Leben lernen sollte, wenn man selbst sich versorgen oder den Kaninchen einen Gefallen tun möchte, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Warum habe ich jetzt hier eigentlich den Eimer dabei, habe ich noch vergessen zu sagen, diese Wetzsteine sollten im Wasser liegen und zwar immer. Wenn die nämlich nass sind, richtig durchtränkt sind, dann haben die eine viel bessere Schleifwirkung. Ja, ich hake das hier noch ein bisschen zusammen. Das reicht locker für mindestens eine Mahlzeit für alle 20 Kaninchen, die bei mir zurzeit da sind und zwei Meerschweinchen aus. Und falls doch im Laufe des Tages das Gras bei denen im Gehege zur Neige geht, kein Problem, dann gehe ich hier hinter mit meiner Sense. Das dauert 2-3 Minuten und ich habe so einen Sack wieder gefüllt. Das ist wirklich genial, wenn man so eine Wiese auf dem Grundstück hat. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass dieses Jahr der Frühling so ertragreich ist. Also, dass die Wiese so richtig toll gewachsen ist. Deswegen, wenn es regnet zwischendurch, ich freue mich darüber, weil dann weiß ich, meine Wiese wächst wieder. So sieht das Ganze jetzt aus. Frisch gemäht. Na gut, wie mit dem Rasenmäher sieht es jetzt nicht aus. Man könnte jetzt zusätzlich noch mit dem Rasenmäher drüber gehen, wenn man es schön haben möchte. Aber ich lasse das so, jetzt kann das nachwachsen. Und irgendwann, wenn ich da hinten angekommen bin, dann werde ich dann natürlich, wird das hier vorne alles wieder nachgewachsen sein, denke ich mal. Und dann geht es wieder von vorne los. Grundsätzlich ein extrem wichtiger Hinweis für euch. Esst nicht alles, was ihr auf der Wiese findet. Es gibt tatsächlich auch giftige Sachen. Zwar nicht sehr viel, aber es gibt giftige Sachen und euch geht es dann vielleicht nicht so gut. Ihr werdet vielleicht nicht gerade dran sterben, aber man kann sich da den Magen verderben. Und daher seid euch immer erstmal sicher, was ihr da in der Hand haltet. Recherchiert. Und wenn ihr euch hundertprozentig sicher seid, dann könnt ihr es auch mal probieren. Und vorher nicht. Ja, das ist natürlich extrem wichtig, dass ich das jetzt noch erwähne. Und nicht, dass ihr denkt, ihr könnt erstmal auf die Wiese gehen und alles probieren. Und wenn es euch schmeckt, dann schmeckt es wahrscheinlich auch den Kaninchen. Das ist der falsche Weg, ja. Ihr müsst erst recherchieren, dann könnt ihr probieren. Und das Kaninchen, ihr könnt auch das Kaninchen beobachten, weil die wissen meistens Bescheid. Die selektieren aus. Ja, ich füttere jetzt noch diese ganze Wiese. Da habe ich schon ein paar Aufnahmen gemacht. Der viereckige Gemüsefutternapf hat sich perfekt dazu erwiesen, dass man auch da Wiese reinstapeln kann. Und da passen ja, ich habe da teilweise mal gezählt, 8 Kaninchen drumherum. Die sind dann richtig rumgereiht, weil die, das ist halt cool, weil der Napf ist halt quadratisch und da passen die halt ringsrum dran. Das Meerschweinchen sitzt ab und zu mal im Napf. Ansonsten bin ich da selbst begeistert von dieser Gemüsefutternapfgeschichte, weil das Gras liegt nicht direkt auf dem Boden, ist erstmal festgehalten. Die Kaninchen können oder buddeln es nicht so schnell breit und machen da auch nicht so schnell da drauf. Und das ist halt viel länger frisch. Daher nutze ich diese Gemüsenäpfe für mich selbst auch. Vor allem für dieses Gras halt, ne? Das kommt dann halt da mal rein. Das könnt ihr jetzt hier alles sehen, wie die Kaninchen sich da drauf stürzen und sich freuen. Das ist dann innerhalb von 2-3 Stunden weggeputzt und dann lege ich meistens noch ein bisschen was nach. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja noch ein paar Anregungen geben, was euch vielleicht nicht gefallen hat oder was man besser machen könnte. Noch ein paar Tipps zu den Pflanzen, die ich jetzt nicht identifizieren konnte, wie die heißen. Vielleicht habe ich auch was Falsches gesagt, dann sagt es mir bitte. Es gibt keine Gewähr für das, was ich sage. Das ist halt alles mein derzeitiger Wissensstand, der auch schnell mal irgendwie schwanken kann, weil ich zu schlecht im Merken bin. Aber ich weiß mittlerweile, man soll sich nicht so viel Gedanken machen, ob die Kaninchen etwas füttern oder fressen dürfen oder nicht. Das wissen die Kaninchen besser als wir. Gebt einfach ausreichend Wiese in das Gehege und beobachtet. Das, was liegen bleibt, ist in der Regel nicht fressbar oder nicht unbedingt genießbar für die Kaninchen. Und dann recherchiert ihr, das ist der beste Weg. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Jörg.